Meine sehr verehrten Damen und Herren, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée du jeudi, un jeudi qui peut-être pourrait déjà être fait en présentiel ou presque en présentiel. Nous sommes dans une phase transitoire qui pour l'instant nous contraint encore d'être devant nos écrans, mais qui en même temps nous annonce des jours où cet échange qui peut être très stimulant sur l'écran, nous l'avons vécu, mais qui peut être plus facilement continué après la conférence si on est dans la grande salle ou dans notre bar. Donc tout ça sera la réalité dans quelques semaines de nouveau, j'en suis convaincu. Je ne suis pas là pour présenter les intervenants, mais pour leur dire bonjour, pour les saluer. Mon cher collègue Andreas Gestrich, collègue dans sa fonction de sa fonction antérieure de directeur de l'Institut historique allemand, pas à Paris, mais à Londres, avec qui j'étais pendant plusieurs années dans un échange très étroit et très fécond, qui va faire sa conférence sur un sujet brûlant toujours et aujourd'hui, et qui sera commenté par Gilles Postel-Vinet, et à qui je souhaite la bienvenue aussi de façon virtuelle. La modération sera de Mareike König, directeur adjointe de l'IHA, et c'est elle qui va prendre tout de suite la parole. Au plaisir de vous entendre participer à notre échange. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. J'ai l'immense plaisir donc de présenter ce jeudi de ce soir, et je vous souhaite également la bienvenue à l'Institut historique allemand de Paris. Nous allons écouter ce soir deux grands spécialistes de l'histoire sociale et économique du 18e au 20e siècle, donc Andreas Gestrich et Gilles Postel-Vinet, et je salue très chaleureusement nos deux intervenants. Cette soirée, Thomas vient de le dire, s'annonce passionnante et passionnée, car Andreas Gestrich nous parlera d'un sujet d'une haute actualité, à savoir la réféodalisation du capitalisme, à laquelle nous assistons probablement, parce qu'il y a un point d'interrogation depuis quelques décennies, et donc de la question de l'inégalité de la répartition des richesses, qui ne se limite pas aux transformations économiques, mais englobe également des mutations sociologiques, socio-historiques et politiques. Alors, c'est vraiment un sujet qui lui tient au cœur, comme on peut voir à travers ses publications de Andreas Gestrich. Ainsi, sa thèse soutenue à l'Université de Tübingen porte sur la culture de la jeunesse et l'industrialisation, une histoire sociale de la jeunesse au milieu rural du Württemberg du long 19e siècle, qui va ici donc de 1800 à 1920, donc qui inclut la Première Guerre mondiale et va même au-delà. Ensuite, Andreas Gestrich change de siècle avec une habilitation d'Université de Stuttgart sur la communication politique en Allemagne au début du XVIIIe siècle, un livre qui s'intéresse donc au public et ses moyens d'être, de s'exprimer, d'exister tout simplement à l'époque de l'absolutisme. Andreas Gestrich est également l'auteur d'un manuel incontournable pour les historiens du social, donc l'histoire de la famille au 19e et 20e siècle, paru dans les encyclopédies Deutsche Geschichte. Et il a également publié sur la pauvreté, sur la Révolution française, sur la recherche de la socialisation, sur le pacifisme et sur l'histoire religieuse. Et son parcours de chercheur a mené Andreas Gestrich à plusieurs universités en Allemagne, j'ai déjà mentionné Stuttgart et Tübingen, mais il a également été en poste à Würzburg et à Karlsruhe et surtout à Trèves, où il occupait la chaire de Neuere Geschichte depuis 1997. Mais si nous sommes spécialement heureux que Andreas Gestrich a bien voulu répondre positif à notre invitation, c'est à cause d'une autre station dans sa carrière, donc à savoir qu'il était directeur de l'Institut historique allemand à Londres entre 2006 et 2018, notre institut sœur, qui fait tout comme nous et les autres, institutions, partie de la fondation Max Weber avec ses instituts de recherche à l'étranger. Donc il est en quelque sorte chez lui ce soir avec nous. Gilles Postel-Vinet, quant à lui, est directeur de recherche CNRS
Il est en outre rattaché à plusieurs institutions. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et il était professeur à la prestigieuse Paris School of Economics. Il est toujours rattaché au Centre de recherche historique. Ses axes de recherche portent notamment sur l'histoire économique du patrimoine et des inégalités. Il est ainsi spécialiste de l'histoire de la richesse, de la concentration de la richesse et de la mobilité intergénérationnelle de la richesse, donc c'est-à-dire de l'héritage, avec de nombreuses études sur le phénomène des rentiers en France au 19e ou au début du 20e siècle. Il a également beaucoup travaillé sur les marchés du crédit et au croisement de ces deux axes, on trouve son intérêt pour l'agriculture et la propriété foncière depuis le 18e siècle, notamment le financement de l'agriculture par le crédit et les surendettements. Il est donc le partenaire parfait pour commenter l'intervention de ce soir et on voit à travers ses nombreuses publications les intérêts communs avec Andreas Gestrich, avec qui il partage également le goût de traverser les siècles. Dans la liste longue de publications, permettez-moi de citer juste quatre titres. Ainsi, Gilles Postel-Vinet a publié en 1997 la monographie La terre et l'argent, l'agriculture et les crédits en France au 18e, au début du 20e siècle chez Albin Michel. Il a coécrit le livre Des marchés sans prix, l'économie politique du crédit à Paris 1670 à 1870 avec Philippe Théoffmann et Jean-Laurent Rosenthal en 2001 avec les deux auteurs. Il a également écrit Surviving Large Losses, paru en 2007 chez Harvard University Press. Et puis, la dernière que je me permets de citer, c'est un livre paru en 1900, non, il y a 2 ans. C'est paru également avec Philippe Théoffmann et Jean-Laurent Rosenthal. Dark Matter Credit, the Development of Peer-to-Peer Lending and Banking in France, Princeton University Press. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Et maintenant, la parole est à Andreas Gestrich. Ja, ganz herzlichen Dank für die ganz freundliche Einführung. Es freut mich sehr, dass ich heute Abend, wenn auch nur virtuell, am DHI in Paris sein kann. Ich hoffe, das ist alles soweit gut zu hören und zu sehen. Funktioniert die Technik? Alles gut, ja. Alles gut, Alles gut. alles gut. Seit etwa 2 Jahrzehnten wird der Begriff der Refeudalisierung in den Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften als Kritik der sozialen und politischen Folgen des neuen Finanzkapitalismus benutzt. Damit wird vor allem die global zunehmende soziale Ungleichheit kritisiert. Ihre Verfestigung erinnere an feudale Gesellschaftsstrukturen. Auch sonst würden in den letzten Jahrzehnten Strukturmerkmale vormoderner Wirtschafts- und Herrschaftsformen sichtbar. Inzwischen gibt es eine ausgedehnte wissenschaftliche Literatur, die diesen Begriff benutzt und hilfreich findet. Historiker gehören bislang weniger dazu. Entschuldigung, ich muss ganz kurz. Ah ja. Historiker gehören bislang weniger dazu. Sie sind im Allgemeinen zurückhaltend bei der Übertragung von Begriffen von einer Epoche auf eine andere. Außerdem haben sie ein spezifisches Problem mit dem Feudalismusbegriff. Er entstammt dem Vokabular der Sozialkritik des ausgehenden Ancien Regime und dann der marxistischen Geschichtstheorie des 19. Jahrhunderts. Marx kennzeichnete damit eine spezifische Produktionsweise. Später nutzte die marxistische Geschichtswissenschaft den Begriff des Feudalismus zugleich als umfassenden Epochenbegriff für Mittelalter und frühe Neuzeit zusammen. In der westdeutschen Medievistik wurde der Begriff des Feudalismus überwiegend abgelehnt und durch den Begriff des Lehenswesens ersetzt.
International war die Distanz zum Feudalismusbegriff nicht ganz so groß und in der Frühneuzeitforschung wird zumindest der etwas engere Begriff der Feudalgesellschaft auch in der deutschen Forschung verwendet. Wolfgang Schmale definiert in dem Handbuch Enzyklopädie der Neuzeit Feudalgesellschaft sehr allgemein, ich zitiere, als komplexes System der ökonomischen Ausnutzung rechtlicher Normen, in dessen Zentrum die Grundherrschaft stand und das die Beziehungen zwischen Menschen umfassend, das heißt politisch, rechtlich, sozial, sogar religiös und kulturell regelte. Zitat Ende. Da aber die frühneuzeitliche Grundherrschaft, also die mit dem Bodenbesitz verbundene Herrschaft über Menschen und ihre Arbeitskraft, heute nicht mehr im Zentrum stehen kann, kann dann der Begriff der Refeudalisierung überhaupt ein wissenschaftlich nützliches analytisches Konzept sein? Oder ist Refeudalisierung lediglich eine Metapher dafür, dass etwas schiefgelaufen ist im demokratisch domestizierten Kapitalismus, wie es der Historiker Jakob Tanner in einer frühen Auseinandersetzung mit dem Refeudalisierungsbegriff ausdrückte? In einem ersten Teil meines Vortrags gehe ich auf zwei Definitionsversuche ein. In einem eher empirisch orientierten zweiten Teil frage ich nochmals nach der Nützlichkeit des Begriffs aus der sehr spezifischen Perspektive von Gesellschaften, in denen es einen gewissen Restbestand an Strukturmerkmalen feudaler Gesellschaften gibt. Geht es bei dem, was als Refeudalisierung beschrieben wird, wirklich um Prozesse, die sich an feudale Strukturen anschließen lassen? Entschuldigung, die PowerPoint funktioniert irgendwie jetzt so. Also zu den Definitionsversuchen. Ich greife exemplarisch zwei interessante Versuche heraus, den Begriff der Refeudalisierung zu präzisieren. Der eine stammt von dem deutschen Soziologen Sieghard Neckel, der andere von dem französischen Rechtswissenschaftler Alain Supiot. Neckel entnimmt den Begriff der Refeudalisierung der berühmten Arbeit von Jürgen Habermas zum Strukturwandel der Öffentlichkeit aus dem Jahr 1962. Dort findet sich eine der ersten Verwendungen des Terminus im Sinne der Kritik an kapitalistischen Verhältnissen. Habermas beschrieb in diesem Buch die Entwicklung von der Selbstinszenierung von Herrschern im Ancien Regime, die von ihm als feudale Öffentlichkeit bezeichnet wird, zu einer diskursorientierten, kritischen Öffentlichkeit der Parlamente und anderer Institutionen des bürgerlichen Zeitalters. Im späten 20. Jahrhundert kehrte laut Habermas jedoch die Inszenierung von Macht und Politik in den Medien der modernen konsumorientierten Massendemokratie zurück. Dies bezeichnete er als Refeudalisierung politischer Öffentlichkeit. Es kam dadurch zu einer Auszehrung der rationalen Kultur des Bürgertums, wie Tanner das ausdrückte. Ähnlich sieht es auch Colin Crouch, der englische Soziologe, in seinem bekannten Buch Postdemokratie. Auch er bemüht Parallelen zum Ancien Regime, um die Gegenwart zu charakterisieren. Neckel schließt an diese Analysen von Habermas und Crouch zum Wandel politischer Öffentlichkeit an, den die Beobachtung von Prozessen der Refeudalisierung jedoch auf vier weitere Bereiche aus.
Und zwar erstens die ständische Verfestigung von Herkunft durch die Zunahme sozialer Ungleichheit. Es geht Näcke dabei um die sozialen Praktiken jenes berühmten 1% der Weltbevölkerung, das über 50% des globalen Vermögens besitzt. Zitat: Erbschaft, Heirat und große Vermögen würden heute wieder eine überragende Rolle spielen. Näcke bezieht sich hier auf Thomas Piketty, der im Zusammenhang der Zunahme großer Erbschaften von der Rückkehr eines patrimonialen Kapitalismus spricht. Näcke geht aber noch einen Schritt weiter und meint, dass dadurch wieder, Zitat, dynastische Strukturen ökonomischer Macht entstehen, Zitat Ende. Und diese haben deutliche Parallelen zur Feudalgesellschaft des Ancien Regime, so Näcke. Zweitens kritisiert Näcke die Erosion des Leistungsprinzips. Dieses ist aus seiner Sicht eines der normativen Fundamente der bürgerlichen Gesellschaft. Das Leistungsprinzip hat, so Näcke, in der bürgerlichen Gesellschaft lange als, Zitat, normative Richtschnur für die Verteilung des Reichtums gedient, Zitat Ende. Das heißt, dass das Leistungsprinzip auch ein bestimmtes Maß an Ungleichheit einsehbar legitimierte. Das leistungslose Einkommen aus ererbten Positionen führt jedoch nach Näcke dazu, dass sich Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft allmählich nicht mehr Bedingungen, sondern geradezu zu Gegensätzen würden. Drittens gibt es nach Näcke eine Tendenz zur Refeudalisierung der Organisation wirtschaftlicher Prozesse und der auf den Finanzmärkten herrschenden Führungsgruppen. Nach Näcke hat sich im Finanzmarktbereich, Zitat, eine ständig privilegierte Managerklasse etabliert, Zitat Ende, die quasi mit fiskalischen Pfründen, wie Max Weber das ausgedrückt hatte, entgolten wird, aus denen sie sich weitgehend unkontrolliert bereichern könnten. Und viertens thematisiert Näcke die Aushöhlung des Wohlfahrtsstaates und der öffentlichen Sozialpolitik. Sie würden zunehmend als philanthropische Stiftungen und Spendenaktionen reprivatisiert und dadurch würden, Zitat, sozialstaatliche Anrechte in Abhängigkeit von privater Mildtätigkeit verwandelt. Zitat Ende. Es geht hier also um die Privatisierung, zunehmende Privatisierung des Sozialstaates. Näcke betont, dass mit dem Begriff der Refeudalisierung nicht, ich zitiere, die Rückkehr des Lehenswesens, der Fronarbeit und der Leibeigenschaft gemeint sei, Zitat Ende. Der Begriff stelle vielmehr eine Prozesskategorie dar, Zitat, die eine paradoxe Modernisierung inmitten des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft betrifft. Sie führt nicht in die Vergangenheit zurück, sondern beschreibt eine gesellschaftliche Dynamik der Gegenwart, die Modernisierung als Abkehr von den Maximen der bürgerlichen Sozialordnung vollzieht. Zitat Ende. Näcke macht sicher wichtige Beobachtungen und er versteht es auch, sich rhetorisch zuzuspitzen. Ich kann nicht auf alle seine vier Punkte eingehen. Ich bezweifle aber das Hauptargument, dass es sinnvoll ist, die gesamte Zunahme großer Erbschaften und die Herausbildung einer quasi dynastischen Oberschicht als einen Prozess der Refeudalisierung zu beschreiben. Vermögen und Erbschaften gab es immer und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also in der Industriemoderne und nicht im Feudalismus, waren sie so groß wie noch nie und lagen deutlich über dem Niveau von heute. Thomas Piketty hebt hervor in seinem Werk, ich zitiere, dass die Struktur der Ungleichheit
zu Beginn des 21. Jahrhunderts sich dadurch von der des 19. Jahrhunderts unterscheidet, dass die Konzentration der Erbschaft heute deutlich schwächer ist. Die heutigen Generationen seien mit Ungleichheiten und sozialen Strukturen eigener Art konfrontiert. Sie bilden die Mitte zwischen den extremen Unterschieden des 19. Jahrhunderts, wo Erbschaft in den Oberschichten deutlich wichtiger war als Arbeitseinkommen, und den 3 Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen Arbeit über der Erbschaft stand. In Frankreich halten sich heute nach Piketty bei dem reichsten 1% der Gesellschaft, Zitat, die Spitzeneinkommen aus Erbschaft und die aus Arbeit annähernd die Waage. Das bedeutet, dass bei der Analyse der Macht der Reichsten der Fokus nicht nur auf dem ererbten Vermögen, sondern auch auf den Disparitäten im Lohnbereich liegen muss. Diese sind, da ist Necke recht zu geben, mit meritokratischen Argumenten nicht mehr zu rechtfertigen. Aber ob damit das bürgerliche Leistungsprinzip unter diesen Spitzenverdienern ganz irrelevant geworden ist oder ob es unter Managern, Aufsichtsratsvorsitzenden etc. wirklich zur Ausbildung dynastischer Strukturen kommt, ist meines Erachtens unklar. Anders als bei Unternehmen sind Berufsvererbung und ähnliche Formen der intergenerationellen Weitergabe von Machtpositionen bei Managern eher unüblich. Über die Heiratsstrategien in diesen Kreisen wissen wir im Gegensatz zum Feudaladel oder auch den Unternehmen annähernd nichts. Oder ich zumindest weiß nicht sehr viel dazu. Das analytische Potenzial des Refeudalisierungsbegriffs scheint also gerade bei Neckels zentralem Argument, nämlich der ständischen Verdichtung ökonomischer Macht durch Erbschaft und Heirat an der Spitze der Gesellschaft, eher etwas schwach. Mein zweiter Autor ist der Rechtswissenschaftler Alain Supiot. Er untersucht in einem Aufsatz die Auswirkungen des modernen Finanzkapitalismus auf die rechtlichen und normativen Grundlagen von Gesellschaft. Scipio bezeichnet die von ihm identifizierten Veränderungen ebenfalls als Refeudalisierung. Er hebt hervor, dass Regierung und Gesetz heute technokratischen Steuerungsformen, Governance und mit privatrechtlichen Verträgen, Contracts, gewichen seien. Die Stabilität der Institutionen und der Privat von Staat und Gemeinwohl hätten der neoliberalen Wende seit den 80er Jahren nicht standgehalten. Das Verhältnis von öffentlichem Recht und Privatrecht hätte sich geradezu umgedreht. Denn für die großen Spieler im Wirtschaftsleben habe das Recht zunehmend seinen Charakter als einer den individuellen Interessen übergeordneten Norm verloren. Globalisierung und Deregulierung erlaube ihnen ein sogenanntes Forum-Shopping des Rechts. Das heißt, dass internationale Vertragsparteien sich heute das für sie günstigste Recht heraussuchen können. Sie behandeln Rechtssysteme wie Produkte, die auf einem internationalen Rechtsmarkt in Konkurrenz zueinander stehen und bedienen sich ihrer zu ihrem eigenen Vorteil. Staatliche Rechtsordnungen durch individuelle Aushandlungsprozesse und Verträge, dass staatliche Rechtsordnungen durch individuelle Aushandlungsprozesse und Verträge ersetzt werden, hat gravierende Auswirkungen auf die Gestaltung von Arbeitsbeziehungen.
Hier zeigt sich nach Scipio besonders deutliche Parallelen zum Feudalismus. Das Vasallentum war ein rechtliches Band zwischen zwei Personen. Die abhängige Person erhält den Missbrauch eines Besitzes, der mit noch gar nicht im Einzelnen benannten Verpflichtungen zugunsten der belehnten Person der Zukunft belastet ist. Durch die Ausbreitung des individuellen Vertragswesens anstelle kollektiver tarifvertragliche und arbeitsrechtliche Regelungen ziehen solche feudalen Strukturen auch in das moderne Arbeitsrecht ein. Parallelen mit feudalem Recht sieht Scipio auch im Recht auf geistiges Eigentum verwirklicht, sowie in der Erosion nationalstaatlicher Regelungskompetenzen durch supranationale Organisationen wie die EU oder den IMF. Ich kann auf diese letzten Punkte hier nicht im Einzelnen eingehen. Ich denke jedoch, dass Scipios Analysen der Veränderungen der Rechtskultur in der Tat Basisprozesse unserer Gegenwartsgesellschaft offenlegen. Ob zu ihrem Verständnis der Begriff der Refeudalisierung wirklich hilfreich ist, wird jedoch auch von Scipio nicht immer hinreichend deutlich gemacht. Das Unterlaufen nationalstaatlicher Rahmenordnungen durch privatrechtliche Verträge im Arbeitsrecht mag in der Tat Ähnlichkeiten mit den Beziehungsformen und Abhängigkeiten in feudalen Gesellschaften aufweisen. Aber die Entgrenzung nationaler Rechtsbezirke durch global agierende Unternehmen, die dann Forum-Shopping betreiben, stellen eine Entwicklung dar, die durch den Begriff der Refeudalisierung meines Erachtens nicht wirklich erhellt wird. Was hier vermutlich eher greift, ist ein Vergleich mit kolonialen Verhältnissen des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen Kolonialherren die häufig verschiedenen Normen von indigenem und europäischem Eigentumsrecht zu ihrem Vorteil gegeneinander ausspielten. Dass wir es aber in der Gegenwart im Rechtsbereich mit Veränderungen von großer Tragweite zu tun haben, bestätigen viele Rechtswissenschaftler. Viele Beobachtungen Scipios werden zum Beispiel von Katharina Pistor in ihrem neuen Buch Der Code des Kapitals, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft, bestätigt. Katharina Pistor weist jedoch darauf hin, dass es sich bei der Entwicklung von wichtigen Rechtsinstrumenten des Wirtschaftslebens wie dem Eigentumsrecht, dem Insolvenzrecht etc. um permanente Prozesse der Anpassung alten, auch feudalen Rechts auf neue Gegebenheiten handelt und nicht um neue Rückgriffe auf feudales Recht, die erst in jüngster Zeit erfunden worden wären. Warum interessieren mich diese Fragen? Bevor ich zum zweiten Teil komme, möchte ich kurz andeuten, in welchen Arbeitszusammenhang hängen ich auf diese Fragen gestoßen bin. Als Sozialhistoriker habe ich mich viel mit der Geschichte von Armut im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Die Armutsforschung machte immer wieder darauf aufmerksam, dass wir inzwischen viel über Armut und Arme, aber immer noch relativ wenig über Reichtum wissen. Taugt ein Konzept wie das der Refeudalisierung als ein analytischer Rahmen und sozusagen als eine neue Master Narrative, um unterschiedliche Aspekte der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte sozialer Ungleichheit in einer Geschichte der Gegenwart zu integrieren?
Ein zweiter Arbeitskontext ist spezifischer. Ich arbeite zur Sozialgeschichte Großbritanniens und besonders auch Schottlands in der Neuzeit. Großbritannien ist eines der Länder in Europa, in dem sich ein besonderer Aspekt feudaler Strukturen, nämlich die extreme Ungleichverteilung von Land und teilweise auch die Abhängigkeit der Bauern von großen Landbesitzern, zum Teil bis ins 20. Jahrhundert erhalten haben. Olaf Kaltmeier hat in einer sehr anregenden Studie das Konzept der Refeudalisierung für Lateinamerika benutzt, also dem Kontinent mit den reichsten Milliardären, der größten Ungleichverteilung von Land und, ich zitiere, einer feudal-kolonialen Kontinuität, die nicht durch die Agrarreform der 60er und 70er Jahre tangiert wurde. Zitat Ende. Im Anschluss daran frage ich, taugt der Begriff trotz aller bisher formulierten Vorbehalte als eine Analyseperspektive eventuell auch für die britische Geschichte? Ich komme damit zu meinem nächsten Teil, den ich unter die Überschrift Modernisierung des Feudalismus statt Refeudalisierung Fragezeichen gestellt habe. Um die soziologischen Effekte der jüngeren Entwicklung des Kapitalismus im Sinne der Refeudalisierungsthese Neckels zu analysieren, ist es vielleicht hilfreich, die alten und neuen Reichtumsoligarchien als ein soziales Feld im Sinne Bourdieus zu definieren und nach den Mechanismen von Status und Machterhalt zu fragen. Als ein besonders effektives Mittel zur Sicherung von sozialer Position und Vermögen hat sich immer und erweist sich zum Teil bis heute noch der Landbesitz, also eine für die Diskussion von Refeudalisierung vielleicht ohnehin besonders interessante Vermögensform, der ich mich im Folgenden zuwenden möchte. Nun lernen wir zwar von Piketty und anderen, dass der Wert der Agrarflächen in Prozent des Nettoinlandseinkommens in Großbritannien, aber auch in Frankreich und anderen europäischen Ländern zwischen 1700 und 1900 dramatisch gesunken und heute praktisch eher marginal sei. An seine Stelle sind heute Immobilienbesitz, städtischer Immobilienbesitz und eben vor allem Inlands- und Auslandskapital getreten. Dennoch wurden in vielen Ländern gerade über den Landbesitz Ungleichheitsstrukturen im Vermögen aus dem 19. auch in das 20. Jahrhundert transferiert und zugleich stellte Landbesitz immer einen wichtigen Transfermechanismus von ökonomischen in Soziales und Kapital im Sinne Bourdieus dar. In vielen Ländern war mit adlichem Landbesitz zudem selbst im 20. Jahrhundert noch ein gewisser politischer Einfluss verbunden. Das kann man auch in Großbritannien deutlich beobachten. Und die Fragen der Ungleichverteilung des Landbesitzes hat in Großbritannien in den letzten Jahren zu interessanten öffentlichen Debatten und Forschungen über die Folgen nicht der Refeudalisierung, sondern der im Prinzip nie ganz gebrochenen feudalen Struktur des Landes geführt. Trotz Reformen im 17. Jahrhundert, durch die feudales Gut im Prinzip in handelbares Eigentum umgewandelt wurde, gibt es in England theoretisch weiterhin einen feudalen, wenn auch heute nur noch fiktiven Eigentumsvorbehalt der Krone. Und es ist bezeichnend, dass Schottland im Jahr 2000 in dem Abolition of Feudal Tenure, Scotland Act, diese letzten feudalen Überreste im Besitz getilgt hat, in den rechtlichen Grundlagen. Bezüglich des realen Besitzes von Land im 20. Jahrhundert hatte der britische Historiker Francis Thompson 1963
in einem Buch, The English Landed Society in the 19th Century, die These aufgestellt, dass in den ersten 10 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in England aufgrund der starken Heranziehung des Großgrundbesitzes zu den Kriegslasten etwa ein Viertel des Grundbesitzes in England und Wales aus den Händen des Adels in den Eigenbesitz der Bauern gewechselt sei. Es sei der größte Landtransfer seit der Auflösung der Klöster unter Heinrich VIII. Im 16. Jahrhundert. Es habe also eine weitgehende Umverteilung von Vermögen in Großbritannien stattgefunden. Das bestätigt gewisserweise die Daten von Piketty. Voraussetzung für diese Umverteilung war, dass 1882 das Rechtsinstrument des Entail oder Fideikommisses, mit dem Adlige ihr Land vor Pfändung schützen konnten, aufgehoben wurde und zugleich 1894 eine stärkere Belastung von Großgrundbesitz durch Erbschaftssteuer eingeführt wurde. Wie vor allem Kevin Cahill und Guy Shropshire gezeigt haben, blieb jedoch in Großbritannien die Konzentration des Landbesitzes im 20. Jahrhundert weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Als 1872 eine Bestandsaufnahme des Grundbesitzes gemacht wurde, das sogenannte New Domesday Book, war das Ergebnis, dass 4/5 des Landes im Vereinigten Königreich das Eigentum von weniger als 7.000 Personen waren. Heute besitzen in England weniger als 5.000 Estates immerhin noch fast 20% der Grundfläche von England. Andere Berechnungen zeigen, dass im gesamten Vereinigten Königreich etwa 1% der Landbesitzer, das sind etwa 25.000 Personen, mindestens die Hälfte der gesamten Landfläche besitzen. In Schottland sind diese Verhältnisse bis heute noch viel extremer ausgeprägt. 432 Landbesitzer gehörte bis vor etwa 5 Jahren noch über 50% des privaten Landes. Der größte private Landbesitzer in Schottland war bis vor kurzem der Duke of Buccleuch, dessen Familie seit Jahrhunderten zu den Führenden des Landes zählte. Allerdings wandelt sich die soziale Zusammensetzung der Gruppen der Großgrundbesitzer heute deutlich. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Chance groß war, dass ein größeres Gut im Erbgang an die neuen Besitzer kam, ist die Wahrscheinlichkeit dafür heute natürlich viel geringer. Krone und Hochadel kontrollieren und vererben zwar weiterhin enorme Landflächen, aber nun sind es eben auch große Käufer, vor allem Agrarunternehmen, Lebensmittelkonzerne und sehr reiche private Investoren, die in Land investieren. Viele private Investoren kommen aus der Industrie und der Welt des Finanzkapitalismus. Dieses Phänomen gab es schon im 19. Jahrhundert. Neu ist vor allem in Bezug auf Schottland allerdings die internationale Zusammensetzung dieser Gruppe. Der größte Landbesitzer in Schottland ist heute der dänische Modemilliardär Anders Paulsen. Er hat 2019 den Duke of Buccleuch als größten Grundbesitzer überholt. Etwas abgeschlagen, aber immer noch unter den größten Grundbesitzern in Schottland ist der Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Über 300 Quadratkilometer an Land werden in Schottland derzeit zudem von internationalen Firmen in auswärtigen Steueroasen besessen, ohne dass man genau weiß, wer sich hinter den einzelnen Firmen verbirgt.
Investitionen in Land müssen also ein sehr einträgliches Geschäft sein. Ich werde darauf gleich noch zu sprechen kommen. Viele Investoren in England wie in Schottland sind jedoch auch in der Sprache britischer Immobilienmakler sogenannte Lifestyle Buyers, denen es vor allem um die Überführung von ökonomischem in soziales und kulturelles Kapital im Sinne Bourdieus geht. Der russischstämmige amerikanische Modezar Leon Max, der im Jahr 2008 ein großes Landgut in Northamptonshire in England kaufte, brachte einem Journalisten gegenüber diesen Aspekt auf den Nenner, indem er sagte, I like the idea of being a country gentleman. I'm looking forward to shuffling to my atelier in my monogram slippers. Also er will in den Hausschuhen mit Monogrammen morgens in sein Atelier gehen, wie so stellt er sich einen Country Gentleman vor. Leon Max hatte also besonders das Herrenhaus und einen imaginierten adligen Lebensstil vor Augen. Aber jenseits des Lifestyle ist der Erwerb von landwirtschaftlich nutzbarem Land sicher auch bei Personen wie Leon Max ein gutes Geschäft. Land ist derzeit eine extrem lukrative Anlageform mit hohen Raten des Wertzuwachses. Eine der größten Immobilienmaklerfirmen Großbritanniens wirbt um Käufer für landwirtschaftliche Güter mit dem Hinweis, ich zitiere, über die letzten 100 Jahre hat durchschnittliches landwirtschaftliches Land jährlich 6% Ertrag abgeworfen. Das kommt einer jährlichen Wertsteigerung im gleichen Zeitraum von 1% gleich. In Zeiten unsicherer Kapitalanlage ist das sicher eine gute und vor allem sichere Investition. Zugleich sind landwirtschaftliche Güter Empfänger beachtlicher staatlicher Subventionen. Und schließlich sind in Großbritannien aktive landwirtschaftliche Betriebe sowohl von der Kapitalertragssteuer, vor allem aber unter bestimmten Bedingungen auch von der Erbschaftssteuer befreit. Und dies ist ein ganz entscheidender Punkt. Mit dem Agricultural Property Relief Act von 1984, der sowohl primär zum Schutz gewöhnlicher bäuerlicher Betriebe erlassen wurde, kann landwirtschaftlich genutztes Land heute von der Erbschaftssteuer zum Teil oder ganz befreit werden. Davon profitieren heute natürlich besonders auch Großgrundbesitzer, und das macht den Erwerb von landwirtschaftlichen Gütern auch für die Lifestyle Buyers, denen es mehr um Herrenhäuser geht, zu einer interessanten und wirtschaftlich lukrativen Anlageform. Diese steuerliche Entlastung von Grundbesitz ist nicht auf Großbritannien beschränkt, sondern ein globales Phänomen mit ähnlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in vielen anderen Ländern. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für die USA. In den USA sind Besitzer von landwirtschaftlich genutztem Land, egal ob es selbst oder durch Dritte bewirtschaftet wird, nach nur wenigen Jahren des Besitzes von der Erbschaftssteuer befreit. Der Medienmogul John Malone, dessen Firmenimperium wohl den größten Landbesitz in den USA hat, gab in einem Interview als Grund für seine exzessiven Landkäufe an, productive land is one of the very few permanent values throughout history. Man braucht nicht lange zu raten, wer heute die größten Investoren in landwirtschaftlichen Besitz in den USA sind. Bill Gates ist seit diesem Frühjahr anscheinend der größte private Besitzer von Farmland in den USA. Und Jeff Bezos hat in ähnlichen Größenordnungen investiert. In Deutschland sind die Rahmen, um nur zwei Beispiele herauszugreifen, in Deutschland sind die Rahmenbedingungen ähnlich günstig und der Markt für landwirtschaftliches Land ist ähnlich dynamisch. Mecklenburg-Vorpommern, nur als ein Beispiel, und so schreibt die
Schweriner Volkszeitung sei, ich zitiere, geradezu zum Magnet für Großinvestoren geworden, industrielle, millionenschwere Fondsgesellschaften, börsennotierte Agrarkonzerne und finanzkräftige Privatleute. Wer hinter Agrargesellschaften und Gütern steckt, ist heute oft nicht sofort erkennbar, doch alle sind dabei. Was trägt dieser kurze Ausflug die aktuellen Formen des Landbesitzes nun zur Frage der Nützlichkeit der Refeudalisierungsthese bei? Neben dem Ertrag und den beachtlichen Wertsteigerungen des Bodens sind es vor allem die häufige Befreiung landwirtschaftlicher Güter von der Erbschaftssteuer, die Investitionen in Land heute für die neuen Schichten der Superreichen attraktiv machen. Wenn man Land zudem in Trusts überführt, kann man es zudem vor dem Zugriff von Gläubigern schützen, Steuern minimieren oder es mit anderen Vermögenswerten poolen und dadurch Risiken streuen. Dies macht Land nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Hedgefonds als eine Anlageform interessant. Es geht also primär um die Dauerhaftigkeit von Vermögen und damit für viele Investoren natürlich auch um intergenerationelle Statussicherung. Und dies mag in der Tat an feudale Gesellschaften erinnern. Auch die dafür entwickelten Rechtsmittel wie die Konstruktion von Trusts haben zum Teil eine mehrhundertjährige Tradition. Ihre Anwendung wurde immer wieder neu zugeschnitten auf neue wirtschaftliche Chancen und neue rechtliche Schlupflöcher. Die Modernisierung des Rechts war über die letzten Jahrhunderte immer ein kontinuierlicher Prozess, der die Konservierung von Reichtum, wirtschaftlicher Ungleichheit und ihre Überführung in soziale Hierarchien ständig begleitet hat. Eine ganz neue Dimension der Unterwerfung des Rechts unter Privatinteressen scheint allerdings dessen nationale Entgrenzung und das von Scipio erwähnte Forum Shopping zu sein. Das lässt sich aber kaum unter Refeudalisierung fassen. Blickt man anhand des Landbesitzes auf die sozialen und politischen Folgen der Vermögenskonzentration, so fallen die Unterschiede zu feudalen Strukturen noch deutlicher ins Auge. Nur wenige der neuen großen Investoren verstehen sich als Landwirte. Sie betreiben die Güter wie große Betriebe mit neuester Technologie und einem möglichst geringen Einsatz von Personal und stoßen sie auch wieder ab, wenn es lukrativere Anlageformen gibt. Eine besondere Bindung zwischen ihnen und dem Personal ist weder intendiert, noch werden über den Landbesitz, anders als in der Feudalgesellschaft, weitergehende Herrschaftsbeziehungen vermittelt. Das mag allenfalls bei alten adligen Gütern mit zahlreichen kleinen Pächtern zum Teil noch etwas anders sein. Auch politische Macht lässt sich aus dem Landbesitz alleine in Europa heute nur noch beschränkt ableiten. Im 19. wie im 20. Jahrhundert fanden die Newcomer des Industriezeitalters und des Finanzkapitalismus besonders über Landbesitz Zugang zu den alten adligen Machteliten. Diese sind zwar gerade in Großbritannien über Institutionen wie dem Oberhaus, wo bis ins späte 20. Jahrhundert Landbesitz und Herrschaftstitel vielleicht noch am engsten verknüpft waren, immer noch politisch einflussreich. Der eigentliche Zugang der Superreichen zu politischen Entscheidungsträgern und zur Beeinflussung der Gesetzgebung im Sinne ihrer Interessen vollzieht sich heute jedoch in der Regel über andere Kanäle. An der Spitze der Gruppe der Reichen und Superreichen verquickten sich also seit langem alte und neue Besitzstrukturen und Formen ihrer rechtlichen Absicherung,
Sie werden aber ständig modernisiert. Ständische Lagen, wie Max Weber das ausdrückte, der Vormoderne reichten in gewisser Weise schon immer weit in die sich ständig wandelnde Gegenwart hinein, auch in die bürgerliche Gesellschaft. Wie Näckel die gesamte Richtung der globalen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte mit dem Begriff der Refeudalisierung zu belegen, scheint mir daher analytisch nicht besonders plausibel und auch nicht besonders hilfreich bei der Suche nach dem, was, wie Jakob Tanner es ausdrückte, wirklich schiefgelaufen ist im demokratisch domestizierten Kapitalismus. Herzlichen Dank. Merci beaucoup, Andreas Gestrich. Je ne sais pas si on va reallumer les caméras pour Gilles Postelvinet et pour moi. Vous m'entendez? Da sind wir wieder. Wunderbar. D'accord. Alors, donc, merci beaucoup de nous avoir démontré les aspects multiples et la spécification de cette réféodalisation qui peut être avant tout une inégalité créée par le capitalisme moderne avec une certaine continuité que vous nous avez montrée à travers l'exemple de la Grande-Bretagne. C'est maintenant à Gilles Postelvinet de faire son commentaire et nous avons hâte de savoir ce qu'il pense, lui, de ce capitalisme, c'est ce qui ne marche pas avec le capitalisme sous la démocratie. Donc, monsieur Postelvinet, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord deux mots de remerciement, mais de réels remerciements, pour cette espèce de luxe extraordinaire que vous offrez, d'une traduction simultanée qui est impressionnante, qui est vraiment impressionnante, et en même temps le souci que vous avez eu de m'envoyer un texte traduit par un système de traduction automatique qui est exactement à l'inverse, parce que quand il bute sur des difficultés, on les voit, et ça devient intéressant, ça fait comme une espèce d'arrêt sur image, on peut réfléchir. Donc, on a à la fois une traduction simultanée extrêmement fluide et une autre qui bute et qui donne à réfléchir comme ça. C'est quand même des conditions de travail idéales et je vous en remercie. Et puis, je remercie Andreas Gestrich parce que j'ai eu plaisir à lire son texte et je le trouve très intéressant. En plus, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec lui. Si j'ai compris, il faut que... Je sois nettement plus rapide et on m'avait dit vous avez 5-10 minutes. Je vais essayer de m'en tenir là, je ne suis pas sûr d'y arriver tout à fait bien, mais essayons. Initialement, n'est-ce pas, on a un texte, un exposé qui est un exposé de méfiance justifiée et qui s'appuie à la fois sur une analyse des traditions analytiques qui ont porté cette tentative qui maintenant est fréquente et répandue d'utiliser cette notion de reféodalisation pour caractériser le capitalisme contemporain. Et la mise en œuvre qui est essayée pour voir jusqu'à quel point cette notion, ce concept, si l'on veut, répond quand on tente de l'utiliser en pratique, je trouve que c'est une démarche qui est très fructueuse et très utile. Et, bon, prendre l'exemple anglais, d'une certaine manière, c'est toute une tradition, on parle du capitalisme dans la durée, ben, l'Angleterre, c'est le pays du capitalisme, donc tout va très bien. Et l'Angleterre, c'est aussi cette classe singulière, initialement adossée à ces grands domaines qui ont toujours frappé, qui sont à la fois exceptionnels, normaux et exceptionnels dans l'Europe, jusque,
jusqu'au moins la Première Guerre mondiale. Ces domaines, plutôt d'émergiture, mais enfin bon, est-ce que le fait de les retrouver à travers tant de transformations permet, quand on les voit réémerger aujourd'hui, adossés à toute une série d'institutions de protection, est-ce que ça suffit pour parler de reféodalisation? Andreas, vous répondez par la négative et je serai tout à fait d'accord avec vous. Ceci étant, si on rentre un peu dans le détail, il y a en amont, en quelque sorte, une interrogation qui moi, m'est venue comme une sorte de remarque un peu triviale, mais quand même utile. On a une attention au capitalisme contemporain, dont une grande partie des formes nouvelles émergent de ce qui s'est produit aux États-Unis, et ce pays est malgré tout singulier pour nous, en ce sens qu'il n'a pas connu de féodalité, et donc on est en quelque sorte en porte-à-faux d'engendrer ces formes nouvelles sur cette notion en venant d'un pays qui précisément ne les a pas connues. Et puis, il y a un autre préalable, c'est que Andreas, comme moi, nous sommes historiens et on n'est pas trop habitués à cette idée de retour en arrière, celle que l'implique l'idée de reféodalisation. Pardon. Et bon, il y a des rapports à la temporalité qui sont spontanés, les successions, les étapes, qu'il s'agisse dans la forme marxiste des modes de production ou dans les formes d'historiographie de la croissance, telle qu'on en a été rendu familier depuis les années 60, etc. Mais qu'on ait ces successions, qu'on ait des formes de coexistence, et ça amène à d'autres débats, mais tout aussi classiques, depuis les idées de voie anglaise, voie prussienne, de capitalisme, etc., ou les idées de Gershenkron, avec des latecomers qui doivent s'adapter tant bien que mal à des formes féodales plus ou moins rémanentes, l'idée du Sonderweg et tous ces débats-là. Au fond, on a un stock de représentations temporelles qui sont spontanées et qui nous amènent rarement à l'idée de retour, avec classiquement une exception, qui sont les contre-révolutions, et puis une autre, et vous citiez de façon évidente Piketty, qui d'une certaine manière nous amène à cette idée de retour, avec ces manifestations des aléas de la distribution de la richesse et des inégalités de richesse, avec une montée dans tous les grands pays européens de l'inégalité jusqu'à des points extrêmes de l'avant-Première Guerre mondiale, un reflux très spectaculaire, et puis capitalist back, cette espèce de remontée à des rythmes divers, aux États-Unis très rapide, en Angleterre assez rapide, en France, en Allemagne un peu moins, mais quand même cette espèce de retour à des niveaux d'inégalité qui font penser à ceux que connaissait l'Europe avant la Première Guerre mondiale. De là à parler de reféodalisation, Piketty n'emploie pas le terme, et au fond, la question à ce moment-là, dans les arguments de Thomas Piketty, et ce qu'on peut transposer de cette vision des hauts et des bas de la concentration de la richesse et des niveaux de richesse extrêmes dans ces pays capitalistes. Au fond, l'historiographie va insister sur la singularité anglaise, et en même temps l'atténuer. Le grand livre d'Arnaud Mayer consiste à dire, bon, ça c'est un phénomène qu'on va trouver dans les pays européens, dans leur ensemble, the persistence of the old regime. Bon, c'est comme ça jusqu'en 14. Alors, ceci étant, si on va un pas de plus dans l'argument de Thomas Piketty,
d'une certaine façon, il ne faut pas passer trop rapidement de ces concentrations et de cette histoire de la concentration et de la déconcentration de la richesse et de la reconcentration de la richesse. Il ne faut pas passer trop rapidement de ça à des formes qui seraient une sorte de noyau dur de la richesse et qu'on supposerait pouvoir assimiler à l'immobilier et en particulier au grand domaine. Vous parliez de Bourdieu, je vais lui emprunter, ce n'est pas son grand livre, mais c'est un joli livre, le livre qu'il consacre à la photographie. Il dit que c'est un art moyen. Eh bien, l'immobilier, pour les très riches, ce n'est pas leur affaire. L'immobilier, c'est un bien moyen, c'est pour, en gros, le milieu de la distribution. Mais bien sûr, les très riches vont avoir de l'immobilier, mais ce n'est pas grand-chose dans leur richesse d'ensemble. Et on a dans la distribution de l'immobilier une espèce de U inversée. Bon, les très pauvres n'en ont pas. C'est dans le milieu de la distribution qu'on va trouver de l'importance de l'immobilier. Et cette importance décline fortement chez les plus riches. Bon, ceci étant, ça n'empêche pas la pertinence de l'argument que vous tenez. Et simplement, ça la resitue. Et. Je trouve que la mise en perspective d'ensemble que vous donnez est très convaincante, et y compris dans l'extension finale, qui d'une certaine manière, au fond, minimise la portée de l'exemple anglais, puisque le processus de ces nouveaux investissements, méfions-nous, il s'agit de flux, et la richesse, ce sont des stocks, donc un flux, même avec des grands coûts spectaculaires, c'est très lent avant de changer des stocks. Bon. Mais admettons ça, ces flux qui sont importants, spectaculaires et souvent mis en avant, eh bien, au fond, ça n'est qu'une des manifestations de ce que la Banque mondiale, qui est un observatoire intéressant pour les évolutions du capitalisme contemporain, a désigné sous le terme de land grabbing. Et à ce moment-là, ben, on achète un domaine en Écosse, mais tout aussi bien en Éthiopie, en Amérique du Sud, et les problèmes spéculatifs qui sont là derrière sont en fait des points communs. Et je me garderai certainement de formuler une évaluation de la rentabilité de ce type de placement en m'appuyant sur les dépliants publicitaires des agences qui vendent ce genre de beaux domaines. Mais on a là une remise en perspective d'ensemble, et je trouve que la portée de la critique de cette notion de reféodalisation est bien mise en œuvre avec cet exemple de la propriété anglaise. Ceci étant, cette remise en perspective, est-ce qu'on va pouvoir l'étendre complètement à cette autre partie de votre argument que vous avez avancé en discutant du travail d'Alain Supiot, dont j'ai beaucoup aimé la présentation que vous faites et qui me paraît très, très judicieuse et très juste. Mais en même temps, eh bien, je ne la reprends pas, vous avez tout à fait bien exposé ça. En même temps, vous avez une sorte de, là aussi, de remise en perspective, et au fond, entre la présentation des travaux de Supiot et le livre, qui est un très très beau livre, le livre de Pistor, eh bien, vous penchez plus côté Pistor que côté Supiot. C'est un livre passionnant. C'est un livre marquant, c'est un livre qui ne s'occupera pas de reféodalisation, mais qui analyse de manière très convaincante les transformations du cadre du droit et de ses effets sur le fonctionnement du capitalisme contemporain. En même temps, une fois encore, c'est un livre côté US et qui est peut-être inégalement transposable pour ce qu'on connaît en Europe. Mais ceci étant, ce n'est pas sur ce point-là que je voudrais intervenir sur cette partie de votre argument, c'est que, au fond,
Pistor s'intéresse centralement aux modernisations, aux inventions juridiques qui touchent le capital. Et pour moi, Supio, c'est surtout un homme qui s'intéresse aux côtés du travail. Et en un sens, son œuvre me paraît être double. Il s'attache à la fois à une analyse très marquante du droit du travail contemporain, mais aussi, et en cela c'est l'élève d'un personnage remarquable qui est Pierre Legendre, mais aussi à une histoire très longue du cadre juridique occidental, et de ce point de vue-là, on est très très loin des préoccupations de Pistor. Et c'est, cette espèce de disjonction des intérêts me paraît intéressante pour notre problème, parce que, au fond, l'idée de reféodalisation, ça fait un peu penser à Aristote quand il dit qu'une idée infinie a une compréhension nulle. On subsume sous ce terme-là l'ensemble des transformations du capitalisme contemporain en écrasant les phénomènes de rythme très différents, des inventions qui peuvent concerner avec leur rythme propre le capital, les inventions qui peuvent concerner avec leur rythme propre le droit du travail, etc. Et de ce point de vue-là, il me paraît intéressant d'ajouter à vos propositions quelque chose que Mireille Delmas-Marty, qui est aussi une juriste, propose de désigner comme la polychronie de tous ces phénomènes. Et je trouve que c'est une façon de procéder qui peut être elle aussi prometteuse et utile. Et puis enfin, il faut que je m'arrête parce que je suis trop long, je voudrais juste ajouter une dernière chose. Je voudrais ajouter une dernière chose parce que les différentes approches, les différentes traditions intellectuelles que vous avez examinées, au fond, elles se caractérisent, et les unes et les autres, par une sorte de lacune. Toutes présentent ces transformations du capitalisme contemporain, au fond, pour parler comme dans les années 60-70, comme des processus sans sujet, et de ce fait, en quelque sorte, un peu hors sol. Et en contrepoint de ça, je me disais, mais alors, quelle autre littérature aurait-on pour ne pas subir ce genre d'approche sélective? Et il y a peu de temps est paru un autre livre que je trouve très marquant et qui touche à une sorte de réinterprétation des sujets qu'on vient d'évoquer. C'est le livre de Isaac Martin, Rich People Movement. Et ce livre s'occupe, au fond, avec une démarche qui ressemble à l'histoire sociale qu'on apprenait quand j'étais petit, qui était cette belle histoire prométhéenne du mouvement ouvrier, de ses effets sur les transformations du capitalisme. Lui, il se dit, non, tout ça est bel et bon, mais on n'a jamais fait ce qui pourtant est extrêmement important, on n'a jamais fait l'analyse des mouvements Rich People Movements qui ont constitué progressivement des organisations, des lieux de débat, des formes de mobilisation qui ont abouti à ces transformations juridiques actuelles qui ont ouvert toutes ces possibilités nouvelles que décrit Supio, que décrit Pistor. Et donc, il me semblait que c'était une sorte d'adjonction possible à la présentation que vous nous aviez proposée, donc je vous la soumets in fine. Merci. Merci beaucoup, Gilles Postel-Vinay. Andreas Gestrich, wenn Sie mögen, können Sie jetzt direkt auf den Kommentar antworten. Ja, ganz herzlichen Dank, Pastor Dede.
Das waren sicher alles ganz wichtige Punkte. Und ich greife jetzt einfach einmal drei Aspekte noch heraus. Zunächst, Sie haben natürlich völlig recht, dass man diese Frage nicht allein am Landbesitz aufhängen kann. Landbesitz ist in der Tat nur ein kleiner Teil dieser riesigen Vermögen. Mich hat es aber gereizt, zu schauen, wie genau an diesem Medium, ob sich da besondere Anschlusspunkte jetzt zum Beispiel in Großbritannien an alte Strukturen irgendwie aufweisen lassen. Etwas inspiriert auch von Kaltmeier, der in Südamerika angeschaut hat. Und für mich war eben das Wichtige, dass im Prinzip diese neuen Akteure so anders sind und so andere Interessen haben, dass sich das nicht so ganz gut einfügt in eine, dass daraus so etwas wird wie eine gemeinsame Kultur, die früher sich um den Landbesitz herum ergeben hatte. Es ist auch völlig richtig, dass ich etwas, Scipio und Katharina Pistor, die kann man nicht einfach kombinieren. Aber ich wollte nur andeuten, dass die Rechtswissenschaft meines Erachtens im Augenblick der Bereich ist, der wirklich fast die spannendsten Grundlagenprozesse uns erklärt, was eigentlich passiert, wie wir unsere Gesellschaft, wie sich unsere Gesellschaft verändern und was sich an der rechtlichen Koordination unseres Zusammenlebens ändert. Und von daher machen Sie schon teilweise überlappende Beobachtungen, gehen aber natürlich auf ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Scipio im Wesentlichen das sehr viel zum Arbeitsrecht und Katharina Pistor mehr die die Rechtsinstrumente. Es konzentriert sich bei ihr in der Tat viel auf das, ich würde sagen, nicht nur das amerikanische, einfach das angelsächsische Recht, was, glaube ich, die Globalisierung des angelsächsischen Rechtes ist ein ganz wesentlicher Punkt, der dann eben zur Aushöhlung anderer nationalstaatlicher Rechtsordnungen führen kann oder zum Unterlaufen. Und sie weist ja darauf hin, dass eben ein Großteil der wirklich großen Transaktionen entweder in New York oder in London gemacht werden, weil das die beliebtesten Orte sind. Da hat es am meisten Rechtsanwälte und das Recht dort ist vielen Firmen dasjenige, was sie am nützlichsten finden. Polychronie ist sicher ein sehr guter Ausdruck. Ich kenne das Buch von Marie Demar nicht, aber das würde mir auch eher passen als eben die Rückkehr auf der einen Seite oder aber wie Neckel die Refeudalisierung erklärt als komplexe Modernisierung. Ich habe einfach etwas den Vorbehalt, dass hier ähnlich wie bei dem Paradigma der Modernisierung nur wieder ein Master Narrative genommen werden soll, was nun die letzten 30 Jahre erklärt. Und das geht eben bei dem Soziologen Neckel in alle Bereiche, Leistungsprinzip und so weiter und so fort. Also wo er meines Erachtens auch die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
einfach nicht ganz zutreffend charakterisiert. Ja, Isaac Martin habe ich auch noch nicht gelesen, das tut mir leid, aber das ist wahrscheinlich ein in der Tat interessanter Ansatz, zu gucken, wo sind eigentlich die Orte, an denen diese Dinge ausgehandelt werden. Ich kann vielleicht auf also die Mobilität auch dieser Superreichen. Auf der deutschen Seite gibt es ein ganz interessantes Buch von Simone Derix zu den Thyssens. Und in diesem Buch hat Frau Derix gezeigt, wie die Familie Thyssen eben auch im 19. Jahrhundert global unterwegs war. Man hat mit vielen unterschiedlichen Staatsbürgerschaften operiert. Man hat Geld überall angelegt, in allen Anlageformen, und hat versucht, am Ende, nachdem die Familie sich von der eigentlichen Produktion, also der Stahlindustrie, gelöst hat und nur noch reich war, dieses Geld und das Vermögen in irgendeiner Weise zusammenzuhalten und durch zwei Weltkriege hindurchzubringen. Und wie sie das gemacht haben, ist eine wirklich spannende Lektüre. Und es kommt auch bei ihr wieder heraus, die zentralen Personen sind Staranwälte. Und die Familie Thyssen, die sich ständig befehdet hatte, hat sich aber immer die gleichen Anwälte geteilt, die sozusagen immer den Überblick über das Ganze hatten und versucht haben, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Sie haben sich zwei Dinge geteilt, die Anwälte und die Kindermädchen, weil die einen sehr großen Einblick in die Interna der Familie hatten. Ja, ich denke, dann nochmals ganz herzlichen Dank für den Kommentar. Ich bin natürlich beruhigt, dass Sie mein gewisses Misstrauen oder Unbehagen, eine gewisse Vorsicht gegenüber dem Begriff der Refeudalisierung teilen. Ich denke, bei den Prozessen, die ablaufen, sind wir ansonsten auch einer Meinung.